So, dann gucken wir mal, was für eine Story ich hier gemacht habe. Oh nee, oh nein. Wenn es zufälligerweise in Ihrem Interessenbereich liegt, Ihnen... Ach Mann, ich hab verkackt, du kleiner Sohn, Alter. Ich deine Mutter. Wenn diese Information zufälligerweise in Ihrem Interessenbereich liegt, dann würde ich Ihnen gerne mitteilen, dass ich jetzt live auf Twitch bin. Twitch.tv/Tanzverbot. Lasst uns gemeinsam anstoßen. Na Mensch, hat er doch hingekriegt. Ich wusste doch, dass ich ein gottverdammtes Genie bin, Alter. Endlich wieder auf Handys Mutter gehen. Junge, also an so einem Handy arbeiten 15.000 Leute, also keine Ahnung, ob ich da unbedingt auf die Mutter aller derer gehe, die das Handy erstellt haben. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, den wir heute mal anschneiden können. Und zwar habe ich gestern einen Post auf Twitter gemacht, wo ich geschrieben habe, kritisiert mich bitte unter diesem Tweet, was nervt euch an mir? Und ich glaube, anhand meiner Reaktion gerade eben auf diese wirklich banale Situation könnt ihr wahrscheinlich schon, könnt ihr sicherlich schon herausfinden, ohne dass ihr diesen Tweet lest, worum es vielleicht viele Leute geht, worüber viele Leute abgefuckt sind bei mir. Man könnte es mutmaßen, man könnte es erahnen. Ja, also was ich aus meiner es war ja keine richtige Umfrage. Ich wollte einfach nur wissen, was die Leute denken, was ja, was sie halt nervt an mir. Und der Top-Kommentar ist von Unge, dass du so ein riesen hast. Ja, aber das ist halt das ist erstmal schön, dass ein Mann, mit dem ich wirklich 4 Monate Zeit verbracht habe, mir sagt, dass ihn das nervt, dass ich einen großen habe. Da hat er doch geguckt, wo wir uns umgezogen haben. Ja, aber was auf jeden Fall sehr viele Leute sagen, ist, dass ich halt sehr impulsiv bin und sie das anstrengend finden. Oder dass ich ein sehr lauter Mensch finde. Dass ich ein sehr lauter und impulsiver Mensch bin, das finden viele Leute sehr anstrengend an mir. Und diese Impulsivität, die stimmt. Junge, meine Story hat gerade nicht funktioniert, weil ich verstanden habe. Ich nenne mein Handy so und schrei rum und will es wegwerfen. So, das ist, also mehr Impulsivität kann man nicht ausstrahlen. Ja, aber das ist halt natürlich nicht gut. Das Nervigste für mich ist eher, dass du mega viele Kontakte und Chancen hast und diese nicht nutzt. Zum Beispiel den Kontakt mit Sido, der würde safe einen Song mit dir raushauen. Was heißt denn nicht nutzen? So, das sind halt auch Freunde geworden. Sido ist für mich auch ein Freund geworden. Wir haben viel privat geschillt, wir waren im Urlaub, wir haben zusammen am Weihnachten gegessen. So, was denn für Nutzen? So, man muss doch nicht, nur weil jemand bekannt ist und viel erreicht hat, muss man doch nicht irgendwas nutzen. Lass mich das doch so machen, wie ich das will. Ich finde, dass ich aus dem Kontakt mit Sido sehr, sehr viel gezogen habe. Also ohne ihn auszunutzen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil Sido ein unglaublich lebenserfahrener Mensch ist, der einfach schon alles erlebt hat in seinem Leben. Und ich habe so viel mit ihm geredet und das hat mir so viel mit auf den Weg gebracht. Aber für euch sieht Nutzen nur so aus, ja, mach mal 50 Videos mit ihm und zieh den dreimal in deinen Stream rein. So ein Schwachsinn. Wäre Knossi nicht ein guter Gegner? Doch, auf den habe ich manchmal Hass. Eigentlich wäre Knossi ein geiler Gegner für einen Boxkampf. Wo spielt Knossi denn irgendeine Dummheit? Der ist in kürzester Zeit zum Millionär geworden und war überall. Der war überall unterwegs. Der ist erschienen, der ist gehypt, hat alles mitgenommen und hat überkrass abgerissen. Wo ist der denn dumm? Oder wo tut der denn dumm? Verstehe ich nicht. Das ist halt genau das, was Knossi immer will. Das merkt man auch. Wie der auf jeder Bühne ist, wie der alles macht. Der liebt es so. Weißt du, das ist so krass. Der liebt einfach genau das alles. Ja, da gibt's auch, der hat auch Placements. Die hasse ich so. Hab ich überhaupt kein Verständnis für. Also spätestens nachdem geleakt wurde, was die hinter diesem Gymtastic steht, dass sie, also ich weiß nicht, vielleicht benutzen die ja eigene Pistolen. Vielleicht haben die eine eigene Herstellung dafür. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass sowas eigenes ist. Und verkaufen die. Spätestens dann hätte ich das abgebrochen. Da gibt's auch ein, zwei Sachen, die nicht hätten sein müssen, aber ansonsten lebt er doch genau das Leben, was er immer leben wollte. Genau, der geborene Entertainer. Es gibt für mich niemanden, den ich mehr als Entertainer und auf der Bühne stehe, sehe, als Knossi, weil der wollte das immer. Das hat er damals schon gemacht. Damals im Fernsehen, wo den noch keiner so wahrgenommen hat in der Größenform. Stefan Raab auf Wisch bestellt. Mann, Stefan Raab ist seit 10 Jahren nicht mehr im Fernsehen. So, wenn der heute wiederkommen würde, das wäre halt auch unangenehm, weißt du so? Und deswegen macht er es auch nicht mehr. So, weil die Zeit einfach abgelaufen ist. So, das ist ein krasser Typ, vor dem ich mega viel Respekt habe. Weißt du, was ich meine? So, aber heute ist halt eine andere Zeit. So, ich finde, man kann Knossi nicht mit Stefan Raab vergleichen. So, weil das einfach komplett andere Zeiten sind. Hat den richtigen Zeitpunkt angepasst, aufzuhören. Glaube ich nicht mal. Also, so wie ich das mitbekommen habe, hat er
ist ja Stefan Raab schon mit seiner Sendung eigentlich immer weiter runtergegangen. So. Das, der Hype kam ja dann wieder, wo er gesagt hat, dass er aufhört. Das war ja dann nochmal so eine richtige Hype-Sendung. Also da war es ja nochmal überkrass. So, und jetzt vermissen ihn halt alle, weil er nicht mehr da ist. Aber der war 20 Jahre oder länger im Fernsehen. Klar. Ja, wenn der Sendezeit ganz spät abends ist, also umso später eine Sendezeit ist, obwohl bei seiner Show war das nochmal, ja, weiß ich nicht, schwierig. Aber umso weiter man nach hinten geschoben wird, so weißt du, wenn du irgendwann deine Show um 1 Uhr nachts hast, ja, dann geht man halt auch nicht von hohen Einschaltquoten aus, weißt du, was ich meine? So, was haben wir denn hier noch für Kommentare? Also, das meiste, was bei mir nervig war, war halt diese Impulsivität. Dann sind viele davon genervt, dass ich sehr unregelmäßig streame. Oder oft zu Zeiten streame, wo viele Leute nicht zugucken können. Oh. Mich kann nichts an einem Menschen nerven, den ich nicht kenne. Ja, dann schreib mir doch nicht runter. Das ist ja auch Beste. Ich kenne dich nicht, aber ich schreibe trotzdem unter einen Tweet, wo man darum gefragt wird, was... Nee, aber mehr habe ich jetzt hier aus diesem Tweet gar nicht irgendwie ziehen können, tatsächlich an Informationen. Dass du vieles ins Lächerliche ziehst, warte mal, dass du viel zu schnell überreagierst bei manchen Sachen, als dass du einfach schnell wütend wirst, obwohl niemand was Böses wollte. Das stimmt. Dass ich zu schnell überreagiere, das stimmt. Das sehe ich ein. Dass du dich aufgegeben hast. Du hast auf Madeira endlich einen Sinn gefunden und es war mega, dir dabei zuzusehen, wie du dein Leben veränderst. Jetzt bist du leider sowohl im Niveau als auch körperlich auf einem neuen Tiefpunkt. Das ist böse. Also ich bin körperlich nicht auf dem Tiefpunkt und Niveau, ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Aber ich bin körperlich bin ich auf demselben Stand wie davor, aber ich bin nicht tiefer. Also ich bin ja körperlich unter dem zu sein, was ich vor Madeira war, das geht ja gar nicht. Das ist ja nicht möglich. Hier ist auch wieder, ich habe das Gefühl, dass du zu voreingenommen bist, das stimmt. Das Gefühl habe ich selber auch. Dass du mich gefrontet hast. Ich weiß nicht, wo ich Maya gefrontet haben soll. Warum sollte ich eine Frau fronten? Guten Tag, Jin, Alter. Was geht? Ja. Dass du keine Fans hast. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Vielleicht wird sich das mal in Zukunft ändern. Dann werde ich mir mal einen schönen Fans-Account machen und dann seht ihr mal ein paar schöne Fotos auf Fans. Dass ich immer noch kein neues Auto habe. Ja, das ist auch... Jetzt zieht sich das schon wieder ganz schön nach hinten, das stimmt. Das ist absolut richtig, aber was soll ich tun? Welches Auto war dein Highlight, was du bisher gefahren bist? Der S63 von Sido. Den bin ich ja 2 Monate gefahren und das ist wirklich... Das ist ein krankes Auto. Das hat mich sehr erfüllt, das Auto, aber es ist auch einfach unendlich teuer, wenn man es so fährt, wie ich es fahre. Und wie gesagt, ich fahre halt wirklich... Also jetzt zur Corona-Zeit ist es weniger geworden, aber... Also meine 30, 35, 40.000 Kilometer fahre ich trotzdem immer noch im Jahr. Und das ist halt bei einem S63, der bei mir im Durchschnitt 25 bis 30 Liter verbraucht hat. Gott sei Dank fahre ich den nicht zur heutigen Zeit. Also ich hab 3.500 bis 4.000 Euro in 2 Monaten verfahren. Aber ich bin auch so ein Typ, so...